Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mechabellum Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder ein Spiel gegen Saratech. Viel Spaß mit dem Game. Was sind wir even mittlerweile? Schon wieder. Hält mir irgendwie alles nicht. Oh, das hier, keine Ahnung. Fühlt's Errol Quatsch, aber. Yeah. Schwierig. Ja, ich kann eigentlich nur normal hier spielen. Ich könnte das offensiv spielen, das ist das Einzige, was ich probieren könnte. Aber es ist halt. Nee, das ist mit riskant. Ich stelle es aber Standard auf. Ich könnte es auch offensiver aufstellen, einseitig. Die Wahrscheinlich kann ich die erste Runde damit gewinnen, ist aber auch, geht auch gegen Null leider, von daher lasse ich's. Stellt wieder links asymmetrisch auf. Ist das ein Schema oder ist das eine Zufall? Wahrscheinlich eine Zufall. Okay, hier stirbt alles bis auf den. Ja, ist aber wieder genau die gleiche Scheiße. Phoenix startet aber zu strong. Das ist so frustrierend. Wieder 400 Punkte weg. Er steht ja nicht mehr wirklich offensiv, ne? Ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Ich probiere das mal. Ich bin mir fast sicher, dass er mir irgendwas die Flanken stellt und das eigentlich müssten die Wespen alles kontern, was er hinstellen kann. Machen wir mal eins Platz, das was davor passt. Vielleicht doch lieber hier ein bisschen defensiver. Kann ich eigentlich auch machen. Ja. Okay. Mal gucken. Ich verliere wahrscheinlich trotzdem den Tower da drüben, oder? Weil er mich zu sehr abgezogen hat. Ja, der Tower ist down leider, oder? Sind sie schon drauf? Ne, sind nicht drauf. Okay, never mind, vielleicht. Die Arclights sind ein Problem, die Crawler sind ein Problem, aber es geht noch. Aber es hat es halt nur temporär die Geschichte gelöst, ne? Ich denke, die Runde könnte ich unter Umständen gewinnen. Ja, sollte ich eigentlich gewinnen, oder? Ne, doch. Reicht. Ich kann die jetzt aber halt wegporten, ne? Ja.
Okay, mal kurz drüber, wenn ich Orbital ausgeben sollte und zwei Schilde, das sind nämlich 300 los. Bin ich quasi pleite. Ich muss, also ein Schild muss ich mindestens setzen. Die Frage, brauche ich selber Orbital? Ich glaube eigentlich nicht. Ich denke, er wird denken, dass ich Orbital nehme und deswegen nehme ich es nicht. So nehme ich. Okay. Und dann adden wir auf jeden Fall noch mal Crawler bitte, Fangs hier rüber, Crawler hier hinter. Okay, passt. Müsste eigentlich für mich reichen, oder? Ja, schwierig. Ein Schild verloren, okay. Mein er wird das und das nehmen. Ich nehme es aber den Skorpion. Defensiv, wie ich denke, mache ich das einfach so. Überlegt tatsächlich, ob ich mein Arclight jetzt hier einfach mal Reichweite gebe. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache das auch. Und dann holen wir uns noch was extra. Mir fehlte gerade die Kreativität. Hätte ich auch mal meine Dings upgraden können. Meine Wespen, ne? Dass die schneller durchkommen, mehr Impact haben. Die kommen leider durch. Ja, es war klar, dass sowas kommt. Wieso? Aber jetzt stell immer die Frage, was willst du dagegen machen? Du kannst halt immer nur raten, wo es kommt. Das ist halt immer der klare Vorteil, den der Akkuspieler hat. Er diktiert halt, wo was passiert, ne? Dass der wieder mit quasi nichts überlebt. Der killt noch den Tower, oder? Ne, tut er nicht. Aber fast. Der stirbt nicht mehr, oder? Doch, tut er, okay. Okay. Wespen können sich auch porten bei ihm. Alles klar. Das Ding ist, Crawler und Fangs sind eh beides One-Shots. Ich gehe mal auf Greedy, weil es läuft ja so gut, da kann ich mir es leisten.
Die Frage ist halt, spielt er jetzt Power Arm oder spielt er den nicht? Ding ist, die laufen durch die Säure durch, wenn will ich Säure mal spielen. Ich glaube, ich grade die mal ab. Spiel hier mal Säure. Was hätte ich gerne noch eingeedet. Wir borgen uns einfach mal den hier für eine Runde. Ne, die will ich hier gar nicht töten. Machen das mal so und adden noch einen Crawler hier vor. Keiner. Da kommen die Mitte, das ist sehr gut. Ah, scheiße, gehen hinten rein, das war nicht so geplant. Natürlich ist maximaler Kack. Okay, ich bin zu doof fürs Spiel. Das ist wieder Beweis. Es steht in seiner eigenen Säure. Wenn ich den Tower Debuff nicht reinkriege, gewinne ich das halt immer, ne? Das ist halt immer das Ding. Ich muss halt nur diesen scheiß Push stoppen. Ich wollte den Satelliten so setzen, dass ich den Dings hier vorne kill, habe jetzt aber hinten die Crawler gekillt und damit ist der Kack wieder durch. So. Und noch super heavy Armor. Herzlichen Glühstrumpf. Gut, er kann jetzt halt einfach den Nuke da machen. Macht das, ist die Frage, ich habe keine Ahnung. 122.000 hat jetzt auch gleich unendlich viel Leben. Ja, ist schon eher schwierig gerade. Ich weiß halt auch nicht, was er macht, ne? Ist ein bisschen so ein Problem. Müssen wir rechnen, 600, 900, 1000 und ein bisschen, das wird schon irgendwie, aufgehen. Also 1, 2, Replika. So. Kann das funktionieren? Wir werden sehen. Ich habe einen Plan, aber Gutes weiß ich nicht. Er hat mit dem. Er hat damit gerechnet, dass ich ihn wegnuken möchte. Okay, den kriege ich voll down jetzt. Das ist schon mal gut. Auch Replika genommen, okay. Spannend. Hallo, Schmitzkatze. Ich glaube, was mich hier vor allen Dingen gerettet hat, ist deine Angst vor dem, genau davor. Einer hat Heavy Armor und der andere hat Super Heavy Armor. Ne, haben beide Super Heavy Armor. Okay, never mind, ich habe nicht aufgepasst.
Also deine Angst vor dem Javelin hat mich gerettet in der Runde. Was ist denn jetzt hier der schlauste Pick? Braucht am ehesten noch mehr Spam Clear, oder? Wir nehmen mal den dann so, dann möchte ich auf jeden Fall hier Impactrill ausgeben. Ich habe noch ein paar bisschen Zeit, gell? Easy. Den upgraden will ich auch auf jeden Fall. Lohnt sich die abzugraden? Ja, das lohnt sich auch unter Umständen. Die upgraden lohnt sich. Zeit im Auge behalten lohnt sich auf jeden Fall auch. Mehr Crawler holen. Den upgraden wäre vielleicht auch noch gar nicht so schlecht gewesen. Ich könnte den auch mal da ansetzen. So. Also die Liden wären auch gut gewesen, gell? Hm. Details. Habe ich den geupgradet? Ne, habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Okay, easy. Aber diesmal habe ich die Seite verloren. Naja, okay. Ich vergaß, ja, fucking Pre-Unit-Cards. Kacke, wo dann immer wieder aus dem Nichts dann irgendwo eine neue Flanke mit ultra viel Power auftaucht. Aber es reicht trotzdem, oder? Ja, sehr schön. Den kriegt er nicht mehr tot, wenn ich auf den Dicken schieße. Der Raid Boss. Inyo Deep. Aber die ist gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Den kann ich aber wieder zurückpacken. Die Frage ist, was ich damit mache. Ich könnte den verkaufen und den Rest dann. Der hat den wirklich zwei Upgrades auch noch gegeben. Ich könnte aber den Tau. Weißt du, ich mache aber so, ich schalte auf die Seite, fokussiere mich weiter hier drauf und mache aber hier maximal viele Tower-Upgrades. Ich glaube, das muss mein Plan sein für die Runde. Und das hört sich gut an. So. Was war der Plan? Achso, hier upgraden, hatte ich gesagt. 1, 2, 3. Hier sind 8 Sekunden weniger, gell? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Meine Zeit rennt mir davon. Die Zeit rennt mir davon, den Crane auf jeden Fall nochmal ab, dann kriegt der noch ein Upgrade. Und dann kriegt der Tower auch noch ein Upgrade. Easy. Verkauf nix, alles gut, was ich hab. Okay, das ist natürlich saudumm von mir gewesen. Wobei meine Upgrades sind gar nicht so wichtig, okay. Bis... Ja, hol ruhig den Tower. Kannst du haben. Okay, meine Upgrades sind doch wichtig, damit meine Crawler funktionieren. Vergaß. Aber zumindest tue ich jetzt meine eigene einheitliche Säure packen. Ich habe nur das Problem, dass ich keine Luftabwehr habe. Ne? Ah doch, ich habe Luftabwehr. Ich habe meinen meinen Raid Boss. Ne? Und er hat auch wieder Attack mittlerweile. Und da steht eine Säure drin. Muss nur den kleinen Schatz wegkriegen. Dann ist alles Debuff perfekt. Masterclass und so. Nicht wirklich, aber hat gereicht. GG. GG. Den kriegt er nie im Leben nochmal tot. Hat aber ein bisschen zu viel Leben.
So, jetzt kriege ich es aber hin, nicht da oben drauf zu klicken, sondern hier unten hin. Ja, irgendwie war mir klar, dass er versucht, jetzt den anderen Tower zu attackieren. Weil hier habe ich ihn ja ganz gut aufgehalten bekommen. Von da habe ich aber die 4 Upgrades hier ausgegeben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Debuff-Timer sind 9 Sekunden, also minus 4. Ich habe dreimal drauf geklickt, also noch 3 Sekunden. Ja. Und ich habe, also ich habe das hier gar nicht upgradet wegen den HP, sondern wegen den Debuff-Timer. Ja. Das mit der EMP war aber an sich sehr gut von ihm. Ne? Das heißt, hätte ich auch respektieren müssen, dass es kommen kann. War da nicht so schlimm. Also war schon schlimm, im Crawler-Kampf war schlimm, weil den habe ich dadurch verloren dann. Was aber wiederum nicht so schlimm war, weil meine Scorpions ja dabei waren und die ganz gut Splash-Damage und meine Arklets. Und ja. Aber es war natürlich dann nicht optimal. Wobei jetzt ja auch Level 3 Crawler hatte mit Replika, das ist schon gefährlich. Ne? Mit den Scorpions ging das dann noch. Und dann bis dann seine Hauptarmada wieder bei mir war, war der wieder mit hier dem Life Leech aktiven. Damit war es eigentlich GG, weil sein kleiner Scheiß alles platt war. Naja. Interessant. So, da ist das Spiel vorbei. Gerade an der Stelle nochmal der Hinweis. Ich stream aktuell wieder relativ häufig und auch öfters mal Mechabello. Und ich spiele auch gerne mit der Community zusammen. Also entweder 2v2s mit euch. Das habe ich vor allem in letzter Zeit öfters gemacht im Stream. Aber wenn ihr Bock habt, können wir auch gerne Spiele gegeneinander machen. 1v1 mit oder ohne Handicap oder 2v2s, wie ihr Bock habt. Oder ich spiele einfach 1v1. Alleine 1v1 in der Ladder und ja. Kommt gerne vorbei bei Twitch. Danke fürs Zuschauen, gerne Abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.